Na, da war wieder Unterbrechung. Und dann war Batterie leer dann zum Schluss. Ich meine, ich habe angefangen wirklich zu reagieren erst. Also erst, wenn die Nachrichten auf YouTube waren. Ihre Nachrichten an mich in YouTube. Ja. Und da haben mir zum ersten Mal gesagt, ich frage sie, na, wie ist das jetzt da mit der Strafanzeige? Eigentlich hätte ich sie das fragen können. Hast du das tatsächlich damals auf der Wand geschrieben? Hat er dich dazu gezwungen oder hat er das gar selber geschrieben? Eigentlich, das wäre die allererste Frage, die ich eher eigentlich mir immer überlegt habe, dass ich sie frage. Aber mittlerweile wurde das überdeckt mit der, nicht einmal mit der Erpressung selbst, sondern was mir der Arschloch alles so geschrieben hat und auf welche Art er mir das geschrieben hat. Und dann die Strafanzeige mit ihrem, also nicht mit ihrem Namen, also die Strafanzeige lautet, sie wurde von mir sexuell belästigt. Ja, also das ist der Sachverhalt oder Tatbestand oder wie sich das sonst nennt. Ja, was aber nicht die Wahrheit ist. Das ist einfach nicht die Wahrheit. Ja, dass ich ihr irgendwelche erotische Geschichten erzählt habe, hat nichts mit diese Begründung zu tun. Das hat sich dieser Arschloch, Idiot, Psychopath, häusliche Gewalttäter ausgedacht. Ja? Er hat es so interpretiert, weil er das jetzt doch den Leuten, diese Lüge so unterbreitet. Sehen Sie, so wurde, und wahrscheinlich hat er gesagt, meine Frau, obwohl das nicht einmal der Fall ist. Ja, also du Arschloch, sie ist nun mal nicht deine Frau. Ja? Du hast sie einmal geschwängert und deswegen bist du wie ein gemeinsames Kind in irgendeiner Beziehung. Aber das ist, ihr seid keine Familie im Prinzip. Du hast sie durch den Zwang quasi in so eine Situation gebracht. Wenn's drauf kommt. Also schon allein, dass du sie als deine Frau bezeichnest, ist ein Unsinn. Also, aber das ist andere Sache. Die Sache ist die, dass sie sich von dir schon getrennt hat und du sie über eigentlich das eine Kind, wenn nicht über beide, zurückhalten konntest. So quasi, wenn sie dich von die, wenn sie dich von, wenn sie dich von dich trennt, dass sie das Problem mit ihrem Kind bekommt, um genau zu sein. Und du weißt es ganz genau, dass das so ist. Weil du keine anderen Mittel gehabt hast, wie du sie zurückhalten kannst, nur über das Kind. Ob es dir passt oder nicht passt, das ist der Fakt. Das ist mal der Fakt. Ja? Also du hast nicht einmal auf ihre Liebe zu dir gespielt, du hast nur auf das Kind gespielt. Also, das war dein Druckmittel, das Kind. Du wirst sie mit dem Kind erpressen, unter Druck setzen. Ja? Obwohl dir das gar nicht nötig war, weil sie liebt dich. Nur ein emotionsloser Mensch, ein Psychopath, kann sowas gar nicht merken, dass er von einem Menschen wahrhaft geliebt wird. Du hast es einfach
nicht wahrhaben wollen, dass sie dich liebt. Das ist alles, weil wenn du das wahrhaben wollen würdest, dann wüsstest du, dass du so ein Drecksmittel, dein eigenes Kind, ihr Kind, nicht gegen sie ausspielen musst, weil sie dich eh schon von Haus aus zu dem Augenblick liebt oder geliebt hat, als du diesen Drecksmittel benutzt hast. Aber dann hat sich das Blatt gewendet, gegen dich, eindeutig gegen dich gewendet. Dann ist wieder ein Mensch in ihr Leben gekommen und es war nicht der erste Mensch, ich. Ja, ihre Aussage, wie du schon immer gemacht hast. Also es gab sicher von mir andere Fälle, weil sonst hätte sie diesen Satz nicht geschrieben. Und bei mir hast du dieselbe Scheiße abgezogen wie bei allen denn vor mir. Ja, also ein guter Mensch befreundet mit ihr und dir hat es nicht gepasst. Ob du dieselbe Show mit allen dann vorher abgezogen hast wie mit mir, also jetzt da mit den Leuten, ja, das weiß ich nicht. Das hat mir Mandy nicht gesagt. Ich weiß nur, was du mit mir abgezogen hast und was du jetzt da mit ihr gegen mich abziehst. Ja? Und das kann jeder auf eigene Augen sehen, was du da eigentlich abgezogen hast. Ich meine, wenn die schon so weit ist, dass die sogar, obwohl sie den Verbot hat, mit mir zu reden, obwohl sie den Verbot hat, mit mir zu reden, schreibt sie mir das öffentlich, öffentlich, dass jeder mitlesen kann. Du hast ihr das, also nicht du, sie hat es verboten, mit mir zu reden. Na, von wem? Von wem so? Na, nur von dir. Nur von dir. Von wem denn sonst? Von wem denn sonst sollte sie denn Verbot haben? Wer denn sonst hat Zugriff auf ihr Handy mit ihrem Facebook? Wer sonst außer dir? Und du erzwingst dir das mit Gewalt. Sie kann nicht einmal Nein sagen, weil sonst wird sie von dir verprügelt. Also aus Angst macht sie das nicht. Wenn du ihr sagst, gib mal dein Handy, ja, gib mal dein Handy, dann aus Angst gibt sie dir das Handy. Und du machst jetzt dann nur laute Scheiße mit ihrem Facebook-Account. Also der Block ist eindeutig deine Finger. Deine Finger, Bobby Grünewald. Deine Finger sind hinter dem Block. Nicht sie hat mich geblockt. Du hast mich an ihrem Profil, an ihrem Handy geblockt. Ob's dir passt, Bobby Grünewald, oder ob's dir nicht passt, Bobby Grünewald. Gegen ihrem Willen. Gegen ihrem Willen. Du kannst dich jederzeit dazu öffentlich äußern. Zwar weiß ich nicht wie, was du auf das argumentieren willst, aber jetzt sind eindeutige öffentliche Beweise gegen dich. Sie will mit mir im Kontakt sein. Sie hat es von dir nur verboten. Also wie willst du dir, Bobby Grünewald, zu sowas öffentlich äußern, wenn das eine eindeutige, aber eindeutige häusliche Gewalt ist? Das ist eine eindeutige häusliche Gewalt. Ob's dir Bobby Grünewald passt oder ob's dir Bobby Grünewald nicht passt. Du tust sie einfach versklaven, einsperren.
Du, wie viele Fälle waren in den letzten 5 Jahren so in den öffentlich-rechtlichen Medien, wo sie daraus große Sache gemacht haben, aus so einer häuslichen Gewalt? Als Beispiele, ja? Abschreckungsbeispiele, wie weit es kommen kann. Nur willst du so in eine Doku von ZDF oder ARD oder Westdeutsches Rundfunk kommen? Die Geschichte von Bobby Grünewald, das nächste häusliche Gewaltfall in Deutschland. Nur willst du das, Bobby Grünewald? Willst du es? Also wenn das genug publik wird und Fernsehen da ja Interesse hat, das Material in die Hände zu bekommen, ich kann denen ruhig alle Unterlagen zur Verfügung stellen. Mehr ist das wurscht, Bobby Grünewald. Ob's dir das so wurscht ist? Und dann kommt eine Dreiviertelstunde Doku in irgendeinem TV-Sender Deutschlands, Bobby Grünewald, der häusliche Gewalttäter, den sie dann wahrscheinlich nicht als Bobby Grünewald benennen werden, sondern als B.G. Ja? Und wahrscheinlich nicht mit deinem echten Gesicht, sondern mit irgendeinem Schauspieler, der dich nachahmt. Aber alle werden wissen, das ist der Bobby Grünewald, das ist die Sau. Also ich weiß nicht, Bobby Grünewald, ob du sowas wirklich willst. Aber wenn du die Scheiße weiter abziehst, dann kann durchaus sein, dass dazu kommen wird. Oder willst du die Mandy umbringen, damit sie schweigt und nicht mehr versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen, wenn sie es will? Du, wie lange hat es gedauert, Bobby Grünewald? Ich meine, ob du das weißt oder nicht weißt, das weiß ich jetzt da nicht. Aber wie lange hat es gedauert, bis sie nach von dir erteiltem Verbot mit mir zu reden und nach dem Blog, das du ihr auf ihrem Profil gemacht hast, wie lange hat es gedauert, bis die Mandy das erste Mal gewagt hat, zu versuchen, sich mit mir in Kontakt zu kommen? Noch kein Monat, kein Monat. Aber ich habe damals auf das nicht reagiert. Du weißt, warum ich nicht darauf reagiert habe. Weil du mich erpresst hast, wenn ich mit ihr weiterhin im Kontakt bleibe, dass du ihr was antust. Anonym, mit denselben Sprachfehlern, die du mit deinem echten Namen auch gemacht hast. Dieselbe Schreibweise, dieselbe Schreibfehler. Also das ist nicht zu 100% du dahinter. Das ist zu 99,99% du dahinter. Ja, damit es klar ist. Aber es ist fast ausgeschlossen, dass ein anderer Mensch absolut deine Schreibweise, deine Schreibfehler gegen mich benutzt, wenn du das Interesse hast. Du hast das Interesse gehabt, mich aus der Welt zu schaffen. Sonst niemand. Sonst niemand. Sonst niemand hat das Interesse gehabt, dass ich mit dem Mandy nicht mehr rede. Nur allein du warst derjenige, der dieses Interesse hatte. Also dich hinter einem anonymen Profil zu verstecken, hat dir absolut nichts gebracht. Absolut nichts. Und das mit der Strafanzeige gegen mich hat dir auch nichts gebracht.
Weil die Mandy hat sich dazu geäußert, dass sie mit der Strafanzeige nichts zu tun hat. Sie hat es öffentlich gemacht. Sie hat mit der Strafanzeige, also sie würde nie eine Strafanzeige erstatten. Das hat sie öffentlich geschrieben. Ist dir das Bobby Grünewald immer noch zu wenig, dass sie sich von deiner Schweinerei total distanziert? Ist dir das Bobby Grünewald immer noch zu wenig? Du hast mitbekommen, das hast du mitbekommen. Du bist nicht so dumm, dass du es nicht mitbekommen hast, dass jetzt da alle diese Videos auch auf YouTube mit Einstellung öffentlich auch landen. Mit allen relevanten Daten. Das heißt, wenn jemand nach diesen relevanten Daten sucht, wird er das finden. Also wenn sich irgendwelche Fahnder gegen dich da interessieren und nach der Info suchen, werden sie das finden. Ist dir das bewusst? Bobby Grünewald, ist dir das bewusst? Wenn gegen dich eine Fahndung irgendjemand, nicht ich, irgendjemand startet, du solltest die Mandy nicht unterschätzen. Wenn sie sich wirklich lebensbedrohlich fürchtet vor dir, dann macht sie gegen dich die Anzeige. Auf das kannst du Gift nehmen. Wenn es soweit ist, dass sie sich wirklich vor dir so weit fürchtet, dass du sie vielleicht umbringen könntest oder schwer verletzen. Es wird sie niemand dazu zwingen, sie muss selbst drauf kommen, dass ihr das eines Tages als die allerletzte Option übrig bleibt, weil du wirst immer ärger und ärger und ärger. Das wird immer schlechter und schlechter und schlechter. Und irgendwann eskaliert die Situation so weit, dass sie vor dir so eine panische Angst haben wird, dass sie dich anzeigt. Und wenn sie die Anzeige macht, dann ich lege dazu alle meine Unterlagen. Ich werde die Anzeige keineswegs machen. Aber wenn sie die Anzeige macht, dann bekommt sie von mir alle Unterlagen gegen dich. Auf das kannst du Gift nehmen, Bobby Grünewald. Und dass die Fahnder noch was zum Lachen haben, lege ich dazu alle die erotischen Geschichten, die du gegen mich benutzt hast. Ich meine, sie können sich das von wo besorgen, ja? Aus dieser Kette, Berufskette oder wie ich das sonst nennen könnte, ja, könnten sie schon. Aber warum sollte ich sie da rätseln und recherchieren, nachforschen, wenn ich es denen direkt in die Hand geben kann? Und das sind jetzt da nicht die Beweise gegen mich, dass du das glaubst. Das sind die Beweise gegen dich. Weil da ist keine Reaktion von ihr, dass sie sich davon belästigt fühlt. Das hast du daraus gemacht, Bobby Grünewald. Du hast dich davon belästigt gefühlt, aber nicht sie. Aber das hast du nicht bedacht. Die hat darüber gelacht. Die hat sich darüber unterhalten. Sie war nicht belästigt damit. Sie hat sich nicht belästigt gefühlt. Aber du hast es nicht vertragen können, dass ihr jemand so etwas erzählt.
Du hast auch gelesen ihre Reaktion auf das einmal. Also sowas habe ich noch nie im Leben erlebt. Kann ich sowas einmal im Leben nicht erleben? Das waren ihre Reaktionen. Bitte, ist das eine sexuelle Belästigung? Bobby Grünewald. Ist das eine sexuelle Belästigung, wenn eine Frau sowas äußert? Da müsste jede Frau über dich lachen. Da müsste jede Frau über dich, Bobby Grünewald, lachen. Überhaupt die schönste Geschichte, und die werde ich sowieso eines Tages veröffentlichen. Also wenn die Mandy dagegen nichts haben wird, aber da warte ich ab, bis sie mir das Ja dafür gibt. Also die Geschichte mit dem Taschenrechner. Also ich erzähle, dass die Hauptakteure ich und die Mandy sind, damit man sich so ungefähr das Bild davon machen kann. Also die erotischen Akteure der Geschichte sind ich und die Mandy. Und wir haben das Problem mit dem Taschenrechner. Unser Kind, ich sage nur oberflächlich die Geschichte, ja, jetzt da. Ich habe das eh schon einmal gemacht. Unser Kind braucht im nächsten Jahrgang der Mathe einen Taschenrechner mit erweiterten mathematischen Funktionen. Das ist notwendig für den Unterricht, das ist notwendig für die Schularbeiten. Und wir haben super herrliche erotische Nacht miteinander und müssen aber trotzdem dieses Problem lösen. Bei dem letzten Elternabend hat uns die Mathelehrerin dazu gebeten, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir so früh wie möglich den Taschenrechner unserem Kind besorgen, damit sich so früh wie möglich das Kind mit dem Taschenrechner vertraut machen kann. Also wie man sieht, es ist zwar einerseits erotische Geschichte voll mit Sex und Details an Sex, aber der Sex ist eher nebensächlich. Das Hauptsächliche, um was es in dieser erotischen, sexuellen Geschichte geht, ist der Taschenrechner. Und wir müssen dieses Problem mit dem Taschenrechner irgendwie lösen. Und obwohl wir eine herrliche Nacht verbringen, sind wir trotzdem imstande zum Schluss das Problem mit dem Taschenrechner zu lösen. Hat dich Bobby Grünewald diese Geschichte so Hass gemacht? Oder ist das der Grund gewesen, warum du mich als den Perversen bezeichnet hast? Wenn du selbst über solche Situationen des echten Lebens absolut keine Ahnung hast, weil du die Mandy mit allem alleine lässt? Glaubst du, ich hab's von ihr nicht gehört? Einerseits spielst du den Papa, ja? Tust sie damit erpressen, aber auf der anderen Seite tust dich um nichts kümmern. Aber absolut um nichts kümmern. Es ist alles nur an ihr. Du tust sie schon finanziell versorgen, aber das ist das Einzige, was du machst. Aber sonst ist alles nur an ihr. Und so hat sie sich auf dem Jugendamt auch verteidigt. Glaubst du, ich weiß das alles nicht, Bobby Grünewald? Ich weiß das. Aber das ist das, was dir nicht passt, dass ich Sachen weiß, was du nicht weißt. Dass ich viel mehr weiß als du. Du hast sie lediglich ficken können, vergewaltigen können,
schlagen können, aber dir hat sie diese Sachen nicht erzählt. Die hat sie mir erzählt. Du warst nie für sie das, was ich war. Nie, nie im Leben warst du das für sie. Dass sie dir alles erzählen kann. Weil die hat's nämlich nie interessiert, du Arschloch. Die hat diese Sachen. Die haben diese Sachen nie interessiert. Die hat nur das eine interessiert. Das, was du mir vorgeworfen hast. Das, was du mir vorgeworfen hast, ist das Einzige, was dich interessiert hat. Und du bist eine feige Sau, wenn du dir so etwas bei einer gesundheitlich betroffenen Frau erlaubst, bei einer schwachen Frau. Als ob du so ein schwacher Mann wärst, dass du dich auf eine richtige Frau nicht traust. Jetzt benutze ich deine Worte. Jetzt benutze ich Bobby Grünewald deine Worte. Weil das sind alles Vorwürfe, die du dir mir gegenüber erlaubt hast. Du hast mir dieselben Vorwürfe gemacht, was du aber selber machst. Du hast dir nichts ausdenken müssen. Du hast mir lediglich die Vorwürfe gemacht, was du selber machst. Du hast aus mir den Schwein gemacht, der du selber bist. Und genauso hast es auch der Polizei vermittelt. Ein Pädophile macht sich an meine Frau ran. Also so einen Satz habe ich da irgendwie gehört. Und dass du schon verzweifelt bist und nicht weißt, was du machen kannst. Du, Bobby Grünewald. Das sind deine Aussagen gewesen. Das sind deine Aussagen gewesen, die aber eine Lüge ist. Denn du bist nicht verzweifelt, was du noch machen kannst. Du bist ja der Gewalttäter, nicht ich. Also du hast dir nichts ausgedacht. Du hast lediglich die Argumente benutzt, was du bist, wie du dich verhältst, wie du handelst. Und du hast es einem komplett fremden Menschen, den du absolut nicht kennst, vorgeworfen. Allein nur an Basis dessen, was du aus dem quasi privat, aus der Privatdiskussion ich und sie entnommen hast. Was du keineswegs verstanden haben konntest. Hast du bewiesen sogar, dass du es überhaupt nicht verstanden hast. Du hast die Geschichte mit dem Taschenrechner überhaupt nicht verstanden. Du hast nur die sexuellen Elemente daraus genommen, ja, sexuelle Belästigung. Dann ist sexuelle Belästigung aber in so einem Fall jedes Mal, wenn sich eine Frau einen erotischen Roman aus der Bibliothek ausborgt und liest, also wird sie durch das Buch, was sie sich freiwillig ausborgt, sexuell belästigt. Also jetzt drehe ich das Ganze gegen dich. Du wirst jetzt behaupten, wenn eine Frau sich freiwillig aus ihrem eigenen Wille einen erotischen Roman, eine erotische Geschichte, wo es nur nicht um, also nicht nur um die Erotik geht,
sondern überhaupt um zwischenmenschliche Konflikte, Situationen, um viele andere Dinge, ja. Also wenn sich eine Frau so eine Geschichte ausborgt und sie dann liest, dass sie dadurch sexuell belästigt wird, obwohl sie sich das aber selbst freiwillig ausborgt. Also das ist jetzt deine Denkweise, das ist deine Interpretation. Du hast einfach den Privatdialog, ich, sie, total verdreht, weil du ihn nicht einmal verstanden hast. Also das Dialog hast du nicht verstanden. Du hast die Inhalte nicht verstanden, Bobby Grünewald. Weil du eben so ein Idiot bist. Du bist nicht nur ein Psychopath, du bist nicht nur irre, du bist auch noch ein Vollidiot. Du hast es überhaupt nicht begriffen, um was es in den Geschichten gegangen ist. Weil dich das mit Mandy absolut nicht interessiert. Dich interessiert nur das eine. Und das hast du mir vorgeworfen. Nur das eine interessiert dich. Dich interessiert nicht der andere Mensch, was er für Schmerzen hat, was er für Probleme hat. Also Probleme jetzt da, weil sie sich mit irgendetwas nicht, weil sie mit irgendwas nicht zurechtfindet. Jetzt da braucht sie fremde Hilfe, also Hilfe eines anderen Menschen, der sie dabei unterstützt, dass das Problem gelöst wird. Und du als ihr Partner, das wäre vollautomatisch, wenn es normal wäre, dass du sie dabei unterstützt. Aber dich hat es nie interessiert. Nur warum glaubst du, dass dazu kommt, dass sie dann mit mir solche Sachen bespricht, statt mit dir, Bobby Grünewald? Weil du dich eben nicht interessiert hast und interessierst dich nach wie vor nicht. Du interessierst dich nicht und du hinderst sie, dass sie mit jemandem im Kontakt ist, der sich sehr wohl dafür interessiert. Und du wirst dich nie interessieren für diese Probleme. Dich wird es nie interessieren, wo automatisch direkt Reaktion wird sein, der nächste Lied von Mandy, wie sie traurig ist, wie sie leer ist, ausgeleert, am Ende, todmüde. Das ist alles das Resultat, dass du dich, Bobby Grünewald, absolut nicht interessierst. Du tust sie lediglich versklaven und missbrauchen. Das ist alles, was du kannst. Mehr kannst du nämlich nicht. Du kannst den Menschen überhaupt nicht glücklich machen. Und du checkst das nicht einmal. Du checkst das nicht einmal. Und aus mir machst du den Verbrecher. Weil du es nicht verkraften kannst, dass ich etwas kann, was du nicht kannst, weil dich das nicht interessiert. Bobby Grünewald. Und es wird dir auch nie interessieren. Du hast dich für sie nie interessiert. Und deswegen kannst du Bobby Grünewald nicht verkraften, wenn sich ein anderer Mensch für sie interessiert. Egal wer, es muss gar nicht ich sein. Du weißt, Bobby Grünewald, was du für eine einzige Chance hast. Du weißt es. Na, du hast zwei Möglichkeiten. Ich habe das ja schon immer gesagt. Du hast zwei Möglichkeiten. Ich glaube an die eine Möglichkeit zwar nicht, aber die hast du sehr wohl.
die hast du sehr wohl. Dass du dich anfängst, für sie zu interessieren, dass du sie maximal unterstützt und dass du sie keineswegs in diese Probleme zwingst. Also in diese Probleme, dass sie, wenn du dich schon für etwas doch nicht interessierst, dass du sie daran hinderst, dass die sich wo ausreden kann. Dass die eben ihre Freunde haben kann, die sie unter Umständen unterstützen, wenn du sie gerade nicht unterstützt. Und jeder richtige Mensch würde das, nicht Mann, Mensch, jeder richtige Mensch würde das machen, dass er sehr wohl den Partner, die bekannte Freunde zulässt. Wenn er selbst etwas nicht bewerkstelligen kann, dass die Frau, der Mann, also wenn es umgekehrt die Geschlechter sind, von den Freunden die Hilfe kommen kann. Aber das ist alles, was du nicht machst. Du tust sie lediglich versklaven. Und Bobby Grünewald, Versklavung. Ist keine Liebe, ist keine Partnerschaft, ist keine Ehe, die du sowieso mit ihr nicht hast. Keine Familie, Bobby Grünewald. Du hast absolut keine Ahnung. Du hast absolut keine Ahnung, was eine Partnerschaft überhaupt bedeutet. Du glaubst, wenn du eine Frau fixst, ihr Kind machst, das ist jetzt die Partnerschaft. Jetzt haben wir ein Kind und du kannst mich nie mehr loswerden und du musst dir von mir alles gefallen lassen. Das ist deine Vorstellung von einer Partnerschaft, Bobby Grünewald. Also die eine Möglichkeit habe ich eh schon mehrere Male gesagt. Dass du endlich ein vernünftiger Mensch wirst, was ich nicht glaube, dass du es kannst. Oder die andere, dass du dich für immer und ewig schlägst. Nur diese zwei Möglichkeiten hast. Du hast keine dritte Möglichkeit. Und es ist dir überlassen, was du machst. Es ist dir überlassen. Niemand macht auf dir einen Zwang. Aber häusliche Gewalt wird einfach nicht geduldet, damit es klar ist. Häusliche Gewalt wird einfach nicht geduldet. Auch wenn ich der einzige Mensch auf der ganzen Welt sein sollte, der es sagt und der es auch tut, der es einfach nicht duldet, Bobby Grünewald. Vielleicht bin ich tatsächlich der einzige Mensch auf der ganzen Welt, die die häusliche Gewalt von Bobby Grünewald nicht duldet. Bobby Grünewald. Und die ganze Welt wird das von dir wissen, Bobby Grünewald. Und alle diese Videos werden, wie am Facebook, so auf YouTube, jedem öffentlich zugänglich. Im Prinzip ist das gar nicht meine Idee gewesen, über diese Also mit diesen Videos, ja, diesen Erzählungen, das war nicht meine Idee. Ich wurde dazu gebeten von jemandem aus einer häuslichen Gewaltgruppe und dann haben mich an das Thema mehrere Leute angesprochen. Ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen und habe mir gesagt, na, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ein Beispielfall einer häuslichen Gewalt, die sich über Jahre zieht, jetzt da über Jahre. Und es könnten bald Jahrzehnte sein. Jahrzehnte, in denen sich nichts ändert. Es wird sich nicht ändern, weil du nichts ändern wirst. Du bist einfach ein häusliche Gewalt-Freak. Verstehst du mich, Bobby Grünewald? Du bist ein Freak. Du bist ein Freak, was häusliche Gewalt angeht. Weil weder wirst du normaler Mensch, noch schleichst du dich. Weder noch.
Du willst ja eigentlich nichts ändern. Weil dir passt es so, wie du das machst. Dir passt es. Jederzeit die Frau vergewaltigen, wenn es dir nach Sex ist, egal ob sie es will oder nicht. Und sie wehrt sich eh nicht, weil sie dich liebt. Bobby Grünewald. Und sie wird dich auch nie anzeigen. Oder das werden Jahre vergehen müssen, dass sie sich dazu eines Tages entschließt. Jetzt ist sie auf keinen Fall schon so weit, dass sie es tut. Also es werden Jahre vergehen, in denen du sie einfach misshandelst. Weil dir um nichts anderes geht, Bobby Grünewald. Um nichts anderes. Und das ist nicht, ich argumentiere mit etwas, was ich mache und du gerne machen würdest, sondern ich würde es nie so einen Dreck machen, aber du machst den Dreck. Du machst den Dreck. Das ist jetzt der Unterschied zwischen meiner Argumentation und deiner Argumentation. Bobby Grünewald. Und du weißt, je länger du nichts daran änderst, desto mehr und mehr und mehr solche Videos wird es im Internet geben über dich, Bobby Grünewald. Irgendwann wird es womöglich 1000 solche Videos geben über häuslichen Gewalttäter Bobby Grünewald in Deutschland. Weil sich der Bobby Grünewald nie ändern wird. Und er wird sich auch nie schleichen. Also du bist ja eigentlich selbst die Ursache dafür, dass es solche Videos über dich eigentlich gibt. Das ist nicht, jemand will dich um jeden Preis fertig machen, falls du das denkst. Wenn es so eine Sau wie dich nicht gibt, dann wird man sie womöglich auch nicht fertig machen, oder? Also so gesehen. Und dir ist das Bobby Grünewald nicht einmal peinlich. Dir ist das, wenn schon nichts anderes, nicht einmal peinlich. Und wie wirst du gegen mich argumentieren? Wie wirst du gegen mich argumentieren, wenn ich da Fakten äußere? Und du weißt, dass das die Fakten sind. Da kannst du nicht dagegen ankämpfen. Oder glaubst du, dass du die Mandy jetzt da zum permanenten, liebenden Lachen bringst, damit sie alle vortäuschen kann, dass sie jetzt auf einmal keine Wunden von dir hat? Wie wirst du das erzählen, Bobby Grünewald? Wie wirst du das erzählen? Auch wenn sie jetzt da lacht, weil sie jetzt da durch diesen Psychoterror von dir dazu gezwungen wird und sie da mitmacht und und lacht, ja, obwohl man ihr das nicht glauben kann, dass das echt ist, ja. Spätestens dann, wenn der Arzt sagt, bitte, Frau Fritz, ziehen Sie sich aus, und wenn sie untersucht wird nach den Verletzungen, spätestens dann bist du Bobby Grünewald dran. Weil dann, wie willst du die Verletzungen erklären? Hat sie sich selber zugefügt? Na, du bist der, was ihr es getan hat, angetan hat. Und da kommst du nie raus, da kommst du Bobby Grünewald nie raus. Also Fachleute kennen sehr wohl Belägen. Das sind typische Wunden von einer Gewalt eines anderen Menschen. Also wenn du glaubst, dass du sie
gerade so prügelst, dass man von den Wunden nicht erkennen kann, dass das eine äußerliche Gewalt war. Da kannst du träumen, Bobby Grünewald, da kannst du träumen. Ich bin gespannt, Bobby Grünewald, wann die Mandy mich anspricht, wie es ihr gut geht, wie du auf einmal Monate oder Jahre lang ein normaler Mann bist, wie du alles das machst, was ich so gehört von jemandem, der behauptet, dass er den anderen Menschen liebt, beziehungsweise, dass du nicht das machst, was nur ein häuslicher Gewalttäter macht. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich, Bobby Grünewald, sehr gespannt, wann ich die Mandy als einen glücklichen Menschen erlebe. Und du derjenige bist, der sie jetzt da glücklich macht. Ob ich das je in meinem Leben erleben werde. Ob ich das je, Bobby Grünewald, in meinem Leben erleben werde. Möglich ist alles, aber ich glaube das trotzdem nicht.